Hallo liebe Fußballfreunde, liebe Community, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Leute, heute reagieren wir auf das neueste Video von Selina. Hier auch nochmal kurz eine Anmerkung, weil ich dazu ja auch schon in den Kommentaren gefragt wurde. Ich kann leider nicht mehr auf die Videos von Selina und Keanu reagieren, weil ich das erste Video von Selina privat gesehen habe und ich vergessen habe darauf zu reagieren. Das war ein bisschen dumm. Jetzt noch darauf zu reagieren bringt nichts, wenn ich schon die Videos kenne, das macht keine Reaction mehr aus. Das Video von Keanu habe ich demzufolge auch schon gesehen. Deswegen mache ich nur jetzt Werbung dafür. Falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, aber ich denke schon, dass ihr es gesehen habt, checkt diese Videos aus. Ansonsten, das Video ist unten in der Beschreibung verlinkt. Wir reagieren jetzt auf offene Beziehung und Kontakt zum Ex. Was hältst du von? Ich erinnere mich, glaube ich, noch an Instagram daran, wo sie so gefragt hat, so von wegen, was hältst du von? Und da musste man Sachen schreiben. Mal gucken, was sie antwortet. Ich entschuldige mich auch eben hier an der Stelle. Mein Fenster ist auf. Ich brauche Luft hier rein. Von daher, wenn ihr draußen Geräusche hört, entschuldige ich mich vielmals. Ich würde jetzt sagen, lasst uns mal reagieren. Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem wundervollen neuen Video, meine Freunde. Oh, mich juckt's. Das hier ist nämlich ein Was hältst du von? Ich bin mal gespannt, was ihr von dem Video generell halten werdet am Ende. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was hältst du von? Punkt, Punkt, Punkt. Ihr solltet mir Themen nennen, worüber ich sprechen kann. Ich schaue jetzt mal, was ihr, Halunken, mich gefragt habt. Und Halunken. Let's go mit dem Video. Was hältst du von 12-Jährigen, die sich sehr viel schminken? Soll ich jetzt auch immer darauf mit antworten? Ganz kurz. Ich finde, 12-Jährige dürfen sich schminken. Es spricht nichts dagegen. A, die sind aber noch keine Jugendliche. Bekanntlich ist man erst ab 13 jugendlich. Ist ja ganz einfach Erklärung. 12 und dann 13. Da kommt das Teen das erste Mal im Englischen. Und ich finde es schlimm, wie viele Kinder, / Jugendliche, sich schon in so einem frühen Alter extrem schminken. Dezent und leicht, ja, aber nicht übertrieben. In dem Alter machen das eigentlich alle so und deswegen wird man da so mitgezogen. Und wenn du das wahrscheinlich nicht tust, bist du so ein Außenseiter, könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube, würde ich 2003 oder 2004 oder 2005 geboren werden wollen sein, dann würde ich wahrscheinlich auch so sein gewesen sein. Ja, das Ding ist, ich bin früher immer ungeschminkt rumgelaufen. Ich hatte nie Augenbrauen, meine Augenbrauen waren komplett weiß, man hat die nicht gesehen. Ich sah mal ganz schlimm aus und mich hat es einfach nicht gejuckt. So, mich haben andere Dinge interessiert, ja. Und nicht mein Aussehen oder Make-up oder weiß ich nicht was. Aber wenn das heutzutage so ist, was soll man dazu finde ich sagen? Schlimm. Also ich finde es schlimm. Wenn man nicht unbedingt mitzieht mit der Herde und einfach sein eigenes Ding macht. Ja. Was hältst du davon, wenn du dich durchs Schreiben verlieben? Finde ich komisch, weil ich finde Personality und Face-to-Face so in dem Sinne, dass man sich eher so verliebt. Sich kennenlernen, schreiben ja, verlieben finde ich komisch. Verliebst. Es gibt tatsächlich solche WhatsApp-Lieben oder so, habe ich schon mal gehört von irgendwem. Das Ding ist, Leute, wenn ihr sowas macht oder, also, das ist halt einfach absoluter Quatsch, wenn ihr die Person, ich habe es einmal hatte ich sowas, da habe ich jemanden kennengelernt und habe dann erstmal nur mit dem geschrieben und wir haben uns richtig gut verstanden, haben wir so das erste Date gehabt, haben uns getroffen und ich fand ihn ganz schlimm. Er war halt so gar nicht mein Typ, er hatte so eine ganz andere Stimme, wie ich erwartet hatte, so richtig hoch, er war auch echt klein und so, das war halt so gar nicht mein Typ. Ja, das war dann halt voll der Fail, es hat mir auch richtig leid getan am Ende. Danach schreibe ich ihm nicht mehr zurück und er denkt so, what the fuck, also Leute. Ja, genau so was meine ich. Man schreibt halt erst und dann kann man sich ja so treffen und dann weiß man, wenn man sich trifft, ist da mehr oder ist da nicht mehr. Vertraut da irgendwie nicht drauf. Ihr müsst euch auf jeden Fall persönlich kennenlernen, ist immer am besten. Ja. Aber so über WhatsApp verlieben ist halt einfach absoluter Quatsch, weil man kann ja auch gar nicht die Gestiken und Mimiken rüberbringen, wie wenn man sich persönlich sieht und sich, ja, in die Augen schaut, wisst ihr? Das ist nochmal was ganz, 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 ganz anderes. Was hältst du von gemachten Lippen? Ich weiß, glaube ich, woher das Thema auch kommt. Ich habe so diese Streaming-Highlights ja von Jonas ja auch gesehen. Ey, jedem das Seine, sage ich erstmal so, jeder macht mit dem Körper das, was jeder möchte. Meine Meinung ist aber, gewisse, sage ich mal, Frauen, ich rede jetzt erstmal nur von Frauen, weil Männer kenne ich jetzt nicht, die sich die Lippen machen. Zumindest kenne ich da jetzt keinen. Ich finde es schlimm, das ist Punkt 1. Punkt 2, ab einem gewissen Alter vielleicht ja, dann sage ich da nichts zu. Aber wenn man wirklich jung ist, finde ich, sollte man sich nicht die Lippen machen. Ja, das ist ja momentan sehr in. Es gibt ja dieses Influencer-Starter-Paket, ja, gemachte Brüste,
gemachte Lippen. Das habe ich leider nicht bekommen. Ich bin ohne das hier reingekommen, ja, gerutscht. Naja, ich weiß nicht. Authentisch. Es gibt vielleicht Leute, die haben eine ganz schmale Oberlippe oder so. Die finden das dann schön, sich die aufspritzen zu lassen, weil es dann irgendwie proportionaler aussieht oder denen das schöner gefällt. Aber es gibt so viele schöne Mädchen, die haben das gar nicht nötig und die machen es trotzdem, weil es einfach in der Gesellschaft als schön anerkannt ist, schöne dicke Lippen zu haben. Lernt einfach euch so zu lieben, wie ihr seid und dann Peace, wisst ihr, keine Ahnung. Was hältst du von Fake Friends? Ich absolutes muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass ich mittlerweile ein richtig gutes Gespür dafür habe, wer das mit der Freundschaft zuerst meint, wer echt gute Freunde sind und wer eher weniger. Und ich denke, mit der Zeit, mit dem Alter, lernt man immer schneller und merkt eher, wer das mit der Freundschaft das ernst stimmt. meint und wer eher so einen auf Fake macht. Ich hatte auch einige Freunde ab und zu, ja, ich die auch. Absolut fake waren und von denen ich mich schon lange getrennt habe. Was hältst du von offenen Beziehungen? Oh, offene Beziehung. Ganz kurz, weil ich will jetzt nicht immer bei jedem Thema so 3-4 Minuten reden. Dann geht das Video eine halbe Stunde, obwohl das Video nur 10 Minuten geht. Offene Beziehung ist für mich keine Beziehung richtig, wenn sie offen ist. Entweder man ist in einer Beziehung oder nicht. Ich finde es komisch, wenn man in einer offenen Beziehung ist und das dann vielleicht auch nur einseitig ist, wenn einer sagt, hier, ich würde mich über eine offene Beziehung freuen, wenn das schon einer vorschlägt. Dann aus einem gewissen Grund, dann würde ich als anderer Partner oder Partnerin die Beziehung beenden, weil das macht keinen Sinn. Ganz schwieriges Thema. Ich habe mich da mal tatsächlich sehr darüber informiert, auch über Polygamie und Monogamie und ja, okay. das ganze Gedöns, die Unterschiede, weil ich es einfach wahnsinnig interessant finde. Das ist wirklich interessant. Da könnte man auch nochmal ein eigenes Video drüber machen, weil dieses Thema so groß und weit gefächert ist und ganz schwierig ist. Und ich finde es einfach generell wahnsinnig interessant, weil kaum jemand darüber spricht und niemand wirklich weiß, was es bedeutet. Naja, auf jeden Fall an sich eine offene Beziehung könnte ich persönlich nicht führen. Ich auch nicht. Eine offene Beziehung, dass man auch mit anderen Partnern intim wird. Man kann sich versprechen, ja, okay, ich werde mich jetzt nicht anderweitig verlieben, das ist für mich nur was Intimes. Man kann es sagen so, aber man kann es niemals versprechen, weil was ist, wenn du dich dann doch irgendwie verliebst? Das ist der Punkt. Man muss schon sich richtig sicher sein in der Sache und man muss mit seinem Partner sehr, sehr offen sein und sehr, sehr eng schon darüber gesprochen haben und eine sehr enge Beziehung an sich haben, dass man sowas machen könnte. Aber keine Ahnung, ich glaube, ich könnte das nicht. Und ja, aber trotzdem weiß ich, dass Menschen an sich nicht unbedingt dafür gemacht sind, um sein Leben lang mit einer Person intim zu werden. Deswegen gibt es auch ganz oft Jungs oder Mädels, die nach was anderem streben und da irgendwie betrügen oder was weiß ich. Ich glaube, dass man dieses Gefühl, dass man zu anderen Menschen intim werden möchte, dass das ganz menschlich ist und dass das immer wieder mal vorkommen kann. Und dass man da auch ganz offen mit seinem Partner drüber reden kann. Vielleicht findet man ja eine Lösung oder man muss halt einfach mal sich entscheiden, möchtest du eine Beziehung führen oder möchtest du deinen Trieben nachgehen? So, was ist dir wichtiger? Man muss halt einfach nur wissen, bist du ein Beziehungsmensch, bist du eine Beziehung oder willst du deinen Trieben nachgehen? Und ja, genau so ist es. Scheiß drauf, wisst ihr? Aber man muss sich da schon sicher sein, weil jemanden betrügen, jemandem das Herz brechen, ist ganz, ganz schlimm. Also ja, ja. Das lieber nicht tun. Was hältst du davon, wenn man mit dem Ex befreundet ist? Ich glaube... Sehr schwieriges Thema, finde ich, ist ein schwieriges Thema. Weil ich weiß nicht, wenn man mit seinem Ex befreundet ist und dann lernt einer der beiden halt jemand Neues kennen, wie dann der oder die andere darauf reagiert. Deswegen, schwierig. Kann ich jetzt nicht einseitig oder kann ich jetzt nicht so hundertprozentig sagen, ich finde es gut oder nicht gut. Ist immer abhängig von verschiedenen Faktoren. Aber ich halte davon sehr, sehr viel Abstand. Wenn ich jetzt wieder in eine Beziehung kommen würde, würde mein Partner es absolut nicht cool finden, wenn ich mit meinem Ex-Partner befreundet sein würde. Ja. Und ich weiß auch selber, dass ich persönlich nicht darauf klarkommen würde, wenn mein Partner mit seiner Ex-Freundin befreundet wäre oder mit der auch irgendwie Kontakt hätte. Ja, das genau. Das finde ich nämlich absolut abartig. Das ist so auch das Ding. Weil ich in der Vergangenheit damit ganz, 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 ganz schlimme Erfahrungen gemacht habe. Also das ist schon ein paar Jahre her. Deswegen glaube ich, bin ich da auch so extrem geprägt. Aber es ist auch so eine Sache, wenn ihr in einer Beziehung seid und euer Partner sagt, er findet das nicht cool, wenn du mit deinem Ex befreundet bist oder mit deiner Ex, dann solltet ihr es auch irgendwie akzeptieren und da mit dem Partner drüber sprechen und nicht einfach sagen, hey, ist doch nur, hey, wir sind einfach befreundet, da ist nichts mehr, ist doch nicht schlimm so. Da muss man schon irgendwie Kompromisse finden und auf die Wünsche des Partners eingehen. Aber das ist ja generell so in einer Beziehung, dass man in einer Beziehung Kompromisse finden muss und einfach gemeinsam daran arbeiten muss, weil sonst ist eine Beziehung nicht möglich. Wenn du einfach nur kompromissunfähig bist, dann hast du nichts in der Beziehung verloren, wisst ihr? Was hältst du von Prüfungsangst? Hat jeder. Früher in der Grundschule war ich so, wenn man so ein Referat halten musste oder wenn man irgendwas vorstellen musste an der Tafel, war ich, boah, ich war durch, ich war komplett durch. Ne? Ich hätte heulen können, das fand ich ganz schlimm. Aber dann in der weiterführenden Schule habe ich es irgendwie übel.
Referate, komischerweise hatte ich irgendwie nie Probleme. Ich hatte in dem Sinne Angst davor. Ganz kurz. Und Referate waren bei mir dann irgendwie, sag ich mal, gefühlt immer eine 1 oder höchstens eine 2. Wenn ich nur so Sachen vergessen habe oder im Englischen. Tafel war für mich immer ganz schlimm. Das mochte ich überhaupt nicht. Prüfungsangst verbinde ich aber auch so ein bisschen mit dem Schriftlichen, unbedingt jetzt nicht nur mit Mündlichen, sag ich mal. Da hatte ich auch so, glaube ich, so ein paar Sachen, glaube ich, wo ich dann schon so ein bisschen Angst hatte zu verkacken, weil ich mir so dachte, ich beherrsche es und dann hatte ich doch Angst. Ist gefeiert, Präsentationen zu halten, weil man dann auch sich ich denke, das kennt jeder. Konnte. Und da habe ich auch immer mehr sowas gemacht und immer mehr gelernt, dass es eigentlich cool sein kann, sowas zu machen und dass man da keine Angst haben muss. Aber jetzt mal, das ist die Frage bei der Prüfungsangst. Ich habe da in der Abi-Zeit immer so eine Sache gehabt, die mich da immer richtig gerettet hat. Wenn ich gelernt habe, dann habe ich so viel gelernt, wie ich konnte und ich habe mir dann vor der Prüfung immer gesagt, ey, du hast so viel gelernt, wie du konntest, mehr ging nicht. Du hast alles getan, du schreibst jetzt locker diese Prüfung, diese Klausur und egal was dabei rauskommt, du hast alles gegeben, mehr ging nicht. Wisst genau. Ich habe mir immer das in den Kopf gerufen und dann war es für mich auch super entspannt, in die Prüfung zu gehen. Das, was jetzt dabei rauskommt, ist es jetzt halt einfach und damit werde ich zufrieden sein. Ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp. Was hältst du von Veganismus? Ich finde es cool, zu einem bestimmten Maße. Es gibt natürlich auch viele Leute, die einen Monat vegan sind und damit rumprallen, dass sie ja vegan sind und dies, das. Und dann sind die so voll auf Öko und finden ja alle Scheiße, die nicht vegan sind. Oder es gibt natürlich auch diese Pseudo-Veganer, die komplett damit prahlen. Ich rede von Erfahrungen, ich kenne solche Leute, ne? Ah, okay. Ich rede jetzt aber nicht von Jonas, okay? Also ich rede nicht von Jonas. Jonas macht das schon ganz cool. Aber ich habe auch Leute kennengelernt, die rumprahlen mit ihrem Veganismus oder Vegetarismus, sagt man das so? Dass sie Vegetarier oder Veganer sind und dann aber trotzdem manchmal irgendwelche Pancakes essen, wo Milch drin ist oder Ei essen. Ja, also und dann dieses... so sagen, ja, ist jetzt... So dieses Widersprüchliche halt. Also deswegen, ja, also kann ich vollkommen verstehen. Da will ich jetzt nicht groß was drüber sagen. Meine Meinung ist, ich könnte nicht so leben. Ich stehe dazu und Vegetarier kann ich eher verstehen, als vegan zu leben. Eine Ausnahme, weißt du, das ist halt kompletter Quatsch. So, entweder du ziehst durch oder du nennst dich nicht so, ne? Das sind dann so Leute, wo ich mir denke, ja, wie kann man denn so falsch sein? Ne? An sich ist das natürlich eine tolle Sache und ich selber probiere mich auch gerade ein bisschen darin aus, dass ich vegetarischen Fleischersatz und auch Hafermilch und sowas gerade probiere. Schmeckt alles ziemlich geil und vielleicht lenke ich mich jetzt auch ein bisschen in die Richtung, weil es natürlich gut. Was hältst du von Liebe auf den ersten Blick? Ich muss sagen, es gibt so viele Mädchen, passiert, die immer sagen, boah, der hat so einen guten Körper, der sieht so gut aus und oh mein Gott, der ist voll mein Crush, weil der sieht so gut aus und ich denke immer so, juckt mich nicht, wenn er ein Sixpack hat. So, ich bin so, nee, reizt mich jetzt nicht so sehr. Ich weiß nicht, ob ihr auch so seid, aber ich bin so. Ich habe erst einen Crush auf jemanden, wenn ich ihn so ein bisschen kennengelernt habe. Und wenn ich so den Charakter kenne, dann bin ich so, wow, krasser Typ. Aber ohne, dass man eine Person kennt und nur von Bildern oder sowas, könnte ich niemals sagen, boah, der sieht voll geil aus, den finde ich richtig anziehend oder sowas. Irgendwie bin ich ein Null. So. An zweiter Stelle steht natürlich auch mal das Aussehen, so, weil... Das ist eine sehr gute Aussage von Selina, wie ich finde, weil leider, also man hört es nicht immer von jedem Mädchen, aber ich finde, nicht viele denken so wie Selina, sondern eher, boah, der hat ja voll den krassen Sixpack und so, weil ich sag mal, es ist vollkommen klar in unserer heutigen Gesellschaft, Instagram und so und eben mit diesen Idealen, man achtet auf den Körper, boah, hat der ein Sixpack, boah, hat... die einen tollen Arsch oder insgesamt einen tollen Körper und mega hübsche Haare und Gesicht und keine Ahnung was. Aber viel wichtiger ist doch die Personality, Persönlichkeit, der Charakter. Aussehen, finde ich, ist so zweit-, drittrangig einfach nur. Wichtig ist erstmal der Mensch. Wie ist der Mensch, der Charakter? Und dann auch, wie gut versteht man sich mit diesem Menschen theoretisch und Aussehen, ja, viel wichtiger finde ich ist, ob man sich versteht und nicht, nee, du bist vielleicht toll und nett, aber du siehst nicht gut aus. Ich habe so eine mal gekannt, deswegen, ich kann davon nur Bücher schreiben, gefühlt. Ich habe auch meinen Typ so. Was hältst du von Nacktbilder versenden? Nope. Ich finde das ganz schlimm. Nope. Das bitte nicht. Habt auch keine Nacktbilder auf euren Handys. Nope. Wenn ihr sowas gerne mal ausprobieren wollt, dann macht es. Aber ja, Bildungsauftrag. Auch wenn euer Handy verloren geht, wenn ihr gehackt werdet, wenn ihr die Bilder verschicken solltet sogar, die werden immer irgendwo sein. Wenn ihr die verschickt, werden die immer irgendwo bei WhatsApp drin sein oder bei Snapchat. Keine Ahnung, wie das da funktioniert. Aber es wird immer irgendwo noch zu sehen sein.
sein und es kann immer früher oder später dazu kommen, dass ihr nochmal damit konfrontiert werdet. Konfrontiert. Das wollt ihr nicht. Das wollt ihr auf gar keinen Fall. Das ist ganz, ganz schlimm. Ich habe da auch schon Stories von meiner alten Schule, wo da Leuten sowas passiert. Ach ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber zum letzten React bei Selina. Danke, Selina, dass du auch hier bei einem meiner Videos kommentiert hast. Freut mich sehr, dass du gesehen hast, dass ich auf deine Videos auch reagiere. Wollte ich nochmal hier kurz eben sagen. Ist, was wirklich nicht schön ist. Deswegen passt auf jeden Fall auf. Ihr braucht sowas nicht zu verschicken, um euch irgendwie bei jemandem attraktiv zu machen. Die Jungs oder die Mädels, die sowas von euch sehen wollen, könnt ihr eh an die Wand klatschen, so wisst ihr. Ja. Was hältst du von teuren Markenklamotten? Markenklamotten sind teuer, ja. Geb ich dafür Geld aus? Nein. Wenn man das Geld hat und man steht auf einen gewissen Look, kann man es machen. Da sage ich auch wieder, ist Geschmackssache. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da schon ein Freak. Ich mag das schon sehr gerne, ab und zu ein paar teurere Markenklamotten zu tragen, weil ich das sehr feiere. Aber trotzdem trage ich sehr viele Klamotten an sich, die so basic sind und ganz günstig. Also ich mag es gerne, wenn so eine Sache heraussticht. Was hältst du von Fernbeziehungen? Ich glaube, dass Fernbeziehungen können funktionieren, wenn beide auch dazu bereit sind, wenn beide es wollen. Ist natürlich auch ein ganz schwieriges Thema mit Vertrauen. Wenn man aber schon so 5-6 Jahre vielleicht zusammen ist und irgendwie ein halbes Jahr, geht er nach England oder nach Australien, irgendwie so berufsmäßig, man weiß jetzt ja nicht, einfach jetzt nur so dahin gesponnen, ich denke, dann kann man sich schon vertrauen. Je länger eine Beziehung ist, umso besser funktioniert eine Fernbeziehung, je kürzer, umso, ich sag mal, unwahrscheinlicher ist es, dass es dann noch klappt. So rein vom Feeling jetzt her, ich kann das jetzt schlecht beurteilen, weil ich hatte nie eine Fernbeziehung, aber ich würde es jetzt einfach nur mal so schätzen. Auf jeden Fall easy klappen können, wenn man sich auf jeden Fall öfters trifft. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn man sich mal längere Zeit nicht sieht, weil es ist schon nice, wenn man sich nicht unbedingt jeden Tag sieht, sondern wenn jeder noch sein eigenes Leben hat, seine eigenen Freunde, aber man trotzdem irgendwie eine Beziehung zusammenführt und man muss sich ja nicht jeden Tag sehen. So, das ist ja, muss ja nicht sein. Aber ich finde, in der Fernbeziehung ist es schon sehr wichtig, dass man sich monatlich oder so schon öfters sieht. Ja. Weil sonst, wenn man wirklich... Also ich kenne auch jemanden, der eine Fernbeziehung führt. Und so wie Selina das jetzt auch sagt, so sehe ich das aber auch. Also, einer wohnt ganz im Norddeutschland, einer ganz im Süden, jetzt so als Beispiel. Es kann trotzdem, das ist zum Beispiel so ein Beispiel, da denke ich auch, die Beziehung kann funktionieren, weil man schreibt sich, man sieht sich nicht unbedingt jeden Tag, aber man hört jeden Tag voneinander. Ich finde, das ist dann nochmal was anderes zu meinem Beispiel eben, da kann man sich schon vertrauen. In einem anderen Land oder so, wo man da keine Möglichkeit zu hat und nur über Skype und Telefon zusammen ist und eine Beziehung führt, finde ich es schon sehr schwer. Und dann glaube ich, würde ich es auch niemals machen, aber es ist auf jeden Fall möglich und es ist auch nicht irgendwie wahnsinnig schwierig. Kann auch echt cool sein. Das stimmt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es fandet. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ciao. Ciao. Tolles Video, hat mir sehr gut gefallen. Video geht natürlich jetzt auch ein bisschen länger. Ich muss jetzt hier auch ein bisschen hinne machen. Heute ist Freitag, heute ist Stechtag, denn für euch kam gestern schon der React zum Klassenfahrt-Trailer. Für mich ist es jetzt 6 Minuten soweit, deswegen will ich das jetzt hier nicht weiter hinauszögern. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Sehr tolles Video, Selina. Vielleicht gibt's sowas ja in Bälde nochmal, weil ich finde es cool, wenn man so seine Meinung zu verschiedenen Themen sagt und vielleicht auch so über Polygamie, dass man vielleicht so dieses Video, vielleicht nimmt Selina jetzt ja bald dieses Video auf. Wäre cool, weil ich finde das schon ein komplexes Thema mit sehr vielen verschiedenen Ansichten. Von daher, wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Aber nicht vergessen, Glocke aktivieren. Checkt das Video von Selina aus, ist unten in der Beschreibung verlinkt. Dann bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Schaltet später ein, später kommt noch ein React für euch. Oder es kam schon. Ich will es jetzt hier nicht sagen, weil ich nicht weiß, wann jetzt dieses Video für euch hier am Samstag kommt. Deswegen, bleibt zu Hause, bleibt gesund und wir sehen uns das nächste Mal auf meinem Kanal wieder. Und bis dahin, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Fußballfreunde und Community. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.